Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 20. Mai 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage war, was denkt er? Dieses Schwert symbolisiert die Luftelement. Er braucht Luft zum Atmen. Er braucht einen gewissen Freiraum und Leichtigkeit. Dieses Schwert symbolisiert auch Entscheidungen. Die Zahl 1 bedeutet, er trifft alleinige Entscheidungen. Und das kann ein neuer Weg, eine neue Richtung bedeuten. Die zweite Frage war, wie fühlt er sich? Er spürt die Macht. Oder er hat Kontakten mit einer männlichen, machtvollen Person. Vielleicht von ihm kommt die Unterstützung, dass diese Richtung klappt. Das kann auch ein Scheidungsprozess sein, kann eine erbschaftliche Situation sein, kann auch berufliche Veränderung sein. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Nichts. Gar nichts. Was passiert? Was zeigt dieses Bild? Die Kelchen zeigen seinen Gefühlen. Und er bleibt im Hintergrund, im Spiegel ist er sichtbar. Er beobachtet euch. Ihr erscheint in seinen Augen sehr hübsch, gepflegt und zeigt dieses Bild auch die Reinheit oder die Bedürfnis, etwas klären, etwas bereinigen. Aber er ist passiv. Trotzdem ist präsent, ohne dass er das weiß. Die Zahl 7 hier steht mit Mondenergie in Verbindung. Und Mond erscheint hier auch und zeigt das Unbewusste. Zeigt die Rückzug, zeigt die Gefühle, die Sehnsüchte und Wünsche und Träume. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.